Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Sag mal Hallo, Na. Hallo, Na. Ja, sagst du immer, ne? Schreck, ne? Wie kam das eigentlich, dass du Hallo, Na gesagt hast? Irgendwann mal. Das kam auch so wie, halt die Haare, lasse wehen. Das war einfach so. Hallo, Na. Aus dem Nichts. Ja. Und habt ihr das beibehalten? Dann war das einfach drin. Ah, okay. Geht mal. Das war aber von Anfang an. Das war quasi die Begrüßung, wo wir gesagt haben, das passt, hat keiner. Ja, achso, und dann habt ihr gesagt, das machen wir weiter. Ja. Ja. Geht mal auf deren Kanal, Gonzales und Clint. Da könnt ihr mal schauen, wie die Let's Playen. Ja, sagt man so? Sagt man so. Ja, sagt man so, genau. Zeit, ja. Aber heute haben wir ja den 11. August. Und am 11. August hat Geburtstag Dieter Krebs. Da ist er geboren worden. Dieter Krebs. Ja, sagt dir nichts, oder was? Ja, das schon mal gesehen vielleicht, aber das war's vielleicht auch. Kennst du die Lindenstraße? Alter, die Lindenstraße. kennst du SketchUp? Mit Beatrice Richter? Nein. Am Anfang mit Iris Berben? Oder umgekehrt? Nein. Das war die Sketch-Sendung überhaupt. Wann? Wann war das? Warte mal, ich muss mal gerade recherchieren. Hier, die war, ich würde sagen, hier, 1984 bis 1987. Ja, da brauchst du mir nicht mehr kommen. Wie alt warst du da? Noch nicht da. Hm. Aber die wird bestimmt wiederholt. Ja, aber dann kam sie bestimmt nicht zu meiner Fernsehzeit, Guckzeit. Ja, Guckzeit. 11. August. Was war noch am 11. August? 11. August war 1999. Was denn? In Zentraleuropa das erste Mal eine totale Sonnenfinsternis. Man musste hier so Brille aufsetzen. Ich glaube, da war ich im Ferienlager. Und dann haben wir alle so eine Brille geguckt und konnten wir mal hochgucken. Kannst du dich daran erinnern? Ja, wir waren, auf jeden Fall war eine. Ich weiß aber nicht, ob das 99 war, aber ich war im Zeltlager. So oft war es ja nicht. Ja, das ist richtig. Wenn du so ungefähr 9 Jahre alt gewesen bist, dann muss es das gewesen sein. Das kommt sein. Hin, ja. Ja, genau. Ja. Und dann hast du eine Brille aufgekriegt und dann kannst du hochgucken. Konntest du auch im Fernsehen sehen, weil manche hatten keine Brille. Dann durftest du auch nicht hochgucken, weil ist da nicht gut für die Augen. Ja. Ne? Also, wenn sowas ist, ganz gefährlich für die Augen sogar. Da kannst du sogar blind werden. Aber total. Ja. Weil du in die Sonne guckst, längere Zeit. Darum geht's ja. Ja, aber ist ja krank. Wegen dem Kranz hier, ne? Diesen. Ja, ja, wenn du da, der ist auch intensiver. Mhm. Und dann, wenn du längere Zeit drauf schaust, weil man ja sowas beobachten möchte, diese Sonnenfinsternis. Ich hab durch eine CD geguckt. Kennst du? Nee, super, aber ist super auch, Trick. Ja, du hast keine Brille gekauft. Nee, ich bin bescheuert. Ja, clever. Ja, ich bin nur für einen Tag volle Brille da. Ja, aber die nächste komplett behalten. Wie oft ist denn Sonnenfinsternis, bitteschön? Ab und zu. Ja, ab und zu, genau. Relativ selten, würde ich sagen. Am 11. August ist aber auch der Unabhängigkeitstag, also heute ist Nationalfeiertag, im... Schon wieder? Im Tschad. Wo? Tschad. Tschad. Hier, guck mal, da sehen wir. In Zentralafrika. Ah, guck mal. Warst du schon mal da? Nein. Selbstverständlich nicht. Nee. Ja. Das ist auch nicht meine... Also, das ist zu dicht an der Sonne. Also, hier, das ist zu warm da. Das sind die Länder. Alles, was hier unter Deutschland runtergeht, ist mir einfach zu warm. Du kriegst ganz schnell einen roten Kopf, würde ich sagen. Auch. Ja. Und ich bin auch wirklich kein Kind der Sonne, weil das ist dann direkt Sonnenbrand. Ach, du Scheiße. Reicht dir jetzt... Ja. Schon. Also Zentralafrika ist nicht so dein Ding. Nee, deswegen ist auch gut, dass wir drin sind. Und deswegen warst du auch nicht im Chat. Nein. Und deswegen weißt du auch nicht, dass heute Nationalfeiertag ist. Nein. Ja, du weigerst dich einfach. Ja. Ja. Was war noch am 11. August? Oh, am 11. August war noch, 2006 hat Günter Grass, hier der Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger. Was hat er geschrieben? Die Blechtrommel. Bevor du ins Rudern kommst. Ja. dass er mit 17 Jahren bei der SS gedient hat. Ja, das hat er damals zugegeben, ne? Ja. Das war am 11. August. War ein Riesending, ne? Dass er das zugegeben hatte. Also vorher war er ein sehr, sehr anerkannter Schriftsteller und dann hat er gesagt, dass er bei der Waffen-SS gedient hat und auf einmal war er irgendwie so ein Buhmann. Aber dabei war er irgendwie als Kind ja da oder als Jugendlicher. Ja, gut, aber er ist ja gut. Dann hieß es bestimmt, entweder machst du mit oder... Richtig. Ja, so wird es gewesen. Gruppenzwang. Ja, genau. Das war der 11. August. Am 11. August müsst ihr jetzt unbedingt auf den Kanal gehen von Gonzales und Clint. Ja. Damit ihr Hallo Nah auch immer wieder jeden Tag hören könntet. Ja, genau. Da müsst ihr gucken, was der Gonzales und der Clint da so machen auf deren Kanal und abonnieren. Und Shoki Banoki natürlich auch. Natürlich. Wenn ihr es noch nicht haben solltet. Aber hier kommen ja regelmäßig neue Zuschauer, die müssen dann ja immer... Und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ja, ja, damit genau. Damit man wirklich kein Video verpasst. Aber so bescheuert eigentlich, wenn man abonniert und muss die Glocke abonnieren, damit man es nicht verpasst. Ja, aber das ist bei... Jetzt müssen wir mal eben auf YouTube ein bisschen, weil das ist YouTube-Logik. Die haben da so einen Algorithmus drin, der bla bla blub. Ach so. Dann wird nicht immer jedes Video angezeigt. Du bist ja ein richtiger Experte. Wir arbeiten ja quasi auf der Plattform, deswegen sollte man sich da ein bisschen mit auskennen. Das sehe ich nicht. Ach, du auch. Ja. Also ich kenne mich nicht aus, mein ich. Ach so, okay. Nee, macht ja nichts.
Hallena, nee, Quatsch. Wie sagst du? Halt die Haare. Halt die Haare, lass sie wehen, sagst du immer. Richtig. Und ich sag, cheerio, Miss Sophie. Skoll. Richtig. Ja.